Hallo, ich bin Nancy und bald startet wieder einer meiner Yogalehrerausbildungen. In diesem Video möchte ich dir kurz erklären, wie die aufgebaut ist und was du von ihr erwarten kannst. Die Ausbildung gliedert sich in vier Bausteine und die sind alle aufeinander aufgebaut. Der erste Teil der Ausbildung läuft unter der Überschrift Explore. Da geht es darum, etwas auszukundschaften, nämlich dich selbst. Hier steht die Selbstliebe im Mittelpunkt und wenn man die Liebe zu sich selbst kultivieren möchte, dann geht es meist weniger darum, etwas Neues dazu zu gewinnen, sich etwas Neues anzueignen, sondern eher darum, ein paar Dinge, die wir gar nicht gebrauchen können, loszulassen. Das Wort Loslassen hast du bestimmt häufiger schon mal in der Yoga-Praxis gehört und vielleicht hast du auch schon die Erfahrung gemacht, dass es nicht einfach so mit einer Ausatmung getan ist, dich von bestimmten Dingen, die dich beschäftigen, zu verabschieden. Du musst dafür erstmal einen Sinn finden, dich von Dingen zu verabschieden. Und genau diesen Sinn wollen wir finden. Wir wollen da mal genauer hineinschauen, was die Dinge sind, die du vielleicht loslassen kannst, um danach leichter zu werden. Der erste Schritt ist also mehr eine Entgiftungskur für deinen ganzen Gedankenhaushalt. Und wie fühlt man sich nach so einem Frühjahrsputz? Man hat meistens frische Energie und einen neuen Elan und mit dem gehen wir dann an den zweiten Baustein der Ausbildung. Im zweiten Teil der Ausbildung geht es um das Thema Experience, nämlich Erfahrung in der Ausrichtung von Asanas. Die meisten von uns verbindet eine große Liebe, mit der wir ins Yoga kommen, nämlich die Ausübung von Körperpositionen. Und am Anfang ist es immer spannend, man spürt auf einmal neue Dinge, nimmt seinen Körper völlig anders wahr. Und je länger wir dann Yoga praktizieren, je mehr kommt dann manchmal die Routine mit hinein. Wir nehmen Dinge als selbstverständlich. Und wie das mit der Liebe so ist, wenn man nicht gut genug auf sie aufpasst, werden die Dinge dann einfach zur Alltagsroutine. Wir wollen uns Asana nochmal ganz neu und mit einem frischen Blickwinkel anschauen. Dabei spielt nicht nur Anatomie und Physiologie eine große Rolle, sondern auch die energetischen Wirkprinzipien von Asanas. Dabei schauen wir besonders auf die Schwerpunkte Stabilität und Leichtigkeit. Sthira und Sukha werden sie genannt in den alten Yogaschriften. Und wir wollen genau diese beiden Aspekte in den Basis-Yoga-Positionen für dich etablieren. Insbesondere auch in denen, die dir vorher vielleicht nicht so viel Spaß gemacht haben. Genau da wollen wir ein bisschen genauer hineinschauen, denn am Ende der Ausbildung soll es dir möglich sein, in jeder Asana-Kategorie den Aspekt der Stabilität, aber auch der Leichtigkeit zu spüren. Expand ist der dritte Baustein der Yogalehrerausbildung. Expand bedeutet ausdehnen, sich erweitern. Und wir wollen uns in dem Bestandteil insofern erweitern, als dass wir das Wissen aus den vorigen beiden Bausteinen, das Wissen über unseren Geist, das Wissen über unseren Körper integrieren in eine ganzheitliche Praxis. Wir werden dann Meditation, Atem, Körperbewegung, aber auch geistiger Fokus miteinander verbinden, in Kombination bringen mit einer intelligenten Ausrichtung oder auch einem intelligenten Aufbau von Asanas, die sich aneinander reihen, um den maximalen Nutzen von Yoga zu erfahren. Denn erst wenn wir Körperasanas, Meditation, Atemübungen und geistigen Fokus miteinander verbinden, bekommen wir die Möglichkeit, tiefer zu tauchen in unserer Yoga-Praxis. Und wir bewegen uns dann Schritt für Schritt weg von der Oberflächlichkeit, tiefer in all diese Schichten unseres Körpers und unseres Seins, die uns im Innersten bewegen. Mit dem Modul Express Yourself beenden wir dann die Ausbildung. Wie Madonna so schön gesagt hat, geht es darum, sich selber auszudrücken. Und hier erfolgt eigentlich der wichtigste Schritt auf deinem Weg zum Yogalehrer, nämlich es geht um deine eigene Bewegung weg von deinen Lehrern hin zu deinem inneren Lehrer. Das heißt, in diesem Teil sollst du in die Lage versetzt werden, dir selbst deine Antworten zu geben und nicht mehr von äußeren Umständen abhängig zu sein. Es geht darum, ganz du selbst zu sein, für dich zu spüren, was funktioniert für dich in der Yoga-Praxis. Dieser Werkzeugkasten des Yoga ist unheimlich groß und du bist ganz herzlich dazu eingeladen, dir in dieser Ausbildung wirklich nur das rauszusuchen, was für dich funktioniert, was du selbst erlebt hast und erfahren hast, um es dann am Ende authentisch und lebendig an andere Leute weitergeben zu können. Insgesamt geht es in dieser Ausbildung
nicht darum, gut in etwas zu sein, sondern in erster Linie gut zu dir selbst zu sein. Um es mit Rumis Worten zu sagen, es geht nicht darum, die Liebe zu suchen, sondern in dir selbst alle Schranken zu finden, die du gegen sie aufgerichtet hast. Ich hoffe, du hast jetzt einen kleinen Überblick über den Aufbau dieser Ausbildung. Falls du noch Fragen hast, kannst du dich jederzeit gerne an mich wenden. Ich würde mich freuen, dich bald persönlich kennenzulernen. Namaste.